Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines Extreme Unboxing mäßig und so. Hast nicht gesehen? Die sind gerade hier angekommen, die beiden Pakete. Und wir schauen jetzt einfach mal, was drin ist. Und das nach dem Intro. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, wie man hier gerade sehen kann, sind diese beiden Sachen angekommen. Ich weiß, in letzter Zeit gibt es extrem viel Yu-Gi-Oh!, aber ich und mein Cousin sind gerade wieder voll in diesem Yu-Gi-Oh!-Trip. Ein Unboxing von ihm kommt noch dazu. Das werde ich noch dazu schneiden. Das kommt nach meinem Unboxing. Und ich habe mir einmal hier Light of Destruction und natürlich auch Lost Sanctuary geholt, weil ich jetzt extrem auf Lichtmonster noch abgehen möchte. Licht und Feen am besten, ansonsten noch andere Lichtmonster, die halt super damit funktionieren. Und ich würde sagen, weil das halt schon extrem klar ist, was hier drin ist, machen wir als erstes das Deck auf, würde ich sagen. Wie können wir es denn unbeschadet öffnen? Okay, so ist es schon mal beschadet geöffnet. Ich wollte es eigentlich extrem unbeschadet offen haben, aber gut. So. Und hier haben wir das Deck, vorne natürlich die Promokarte, wie auch auf der Verpackung halt zu sehen ist. Alles rausgeflogen. So, was haben wir denn hier Feines? Hier haben wir einmal ganz normal, easy, wie in jedem Structure oder Ladedeck auch. So eine kleine Anleitung von Karten und sowas, Kombinationsmöglichkeiten aus diesem Deck, wie man sie am besten spielen sollte. Dann haben wir hier noch ein kleines Regelheftchen, wie man spielen sollte. Und wir haben halt eine passende Unterlegmappe. Haben wir hier. Kann ich ja mal kurz zeigen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Schön zweifarbig hier. Geht hier rüber in einen anderen Ton. Gefällt mir ganz gut. Die werde ich wahrscheinlich dann verwenden, bis ich mal eine bessere kriege. Und dann haben wir halt hier so ein Online-Pass-Gedönse. Das werde ich eh nicht nutzen, da ich es nicht spiele, das Ding. Also wenn ihr es haben wollt, dann schrotet es in die Kommentare. Ich werde es euch dann einfach zusenden oder sowas. Ist mir egal. So, wie kriege ich das denn jetzt am besten hier ab? So am besten. Boah, neue Karten. Brandneue, frische Karten. Das fühlt sich immer so geil an. Oh. Schön. Also, hier haben wir einmal in Ultra Rare haben wir hier Meister Hyperion. Dann kommt in Super Rare Sendebotin der Rätsel Erde. Auch in Super Rare Sendebote der Wunder Jupiter. In Normal schon Sendebote des Gerichts Saturn. Sendebote der Weisheit Merkur. Sendebotin der Schöpfung Venus. Sendebote der Macht Mars. Kugel des mystischen Scheins, die hat 500 ATK und 500 Defense. Ich finde die, habe ich einmal in Ultra Rare gesehen, finde ich richtig geil. Also in Ultra Rare sieht die richtig Hammer aus, nur so hat sie eigentlich gar keinen Effekt, die werde ich wahrscheinlich dann rausnehmen, die Karte. So, was haben wir hier? Famose Venus, auch wieder Lichtfee. Thetis, Göttin des Lichts. Victoria. Sieht eigentlich richtig geil aus, die Karte. Gefällt mir richtig, dieses Monster. Athena. Der darf natürlich nicht fehlen. Marshmallow. Der ist so cool. Hekatris. Glänzender Elf. Seelen der Reinheit und des Lichts. Paras, der Luftritter. Nova-Beschwörer.
Seradias, Herold des Himmels. Aufrichtig. Aufrichtig immer nicht immer ein Opfer und so ein Scheiß, ganz ehrlich. Harnivartan. Gesegnetes Licht, das ist ganz cool, gesegnetes Licht. Das ist wirklich extrem gegen Finsternismonster. Und dadurch, dass mein Cousin ein Finsternis-Deck spielt, habe ich die ganz gerne im Deck. Weil dann kann er echt nichts mehr mit Finsternismonster machen. Weder angreifen, noch opfern oder sonst irgendwas. Das ist ganz cool. Dann haben wir Karten vom Himmel. Valhalla, Halle der Gefallenen. Landformen. Aufschlag. Die Zuflucht im Himmel. Die Zuflucht im Himmel. Himmlische Verwandlung. Begräbnis aus einer anderen Dimension. Mausoleum des Kaisers. Verbundenheit. Der Brunnen im Himmel. Göttliche Bestrafung. Rückkehr aus einer anderen Dimension. Reißende Tribut. Lockendes Licht. Wundersame Ankunft. Wundersame Ankunft. Und feierliches Urteil. Ich hasse diese Karte eigentlich. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Code mit dabei, aber hier ist jetzt kein Code, den ich vergeben könnte. Erschaffe deinen eigenen Avatar, fordere Duellanten aus der ganzen Welt heraus, sammle Karten und nimm an internationalen Events teil, entdecke eine großartige Gemeinschaft, Yu-Gi-Oh! Online, Duelke, Accelerator, ach du Scheiße, kostenlos Download, www.yugioh-online.net. Katsuki Takashi. Man mag ja behaupten, dass dieser Typ jetzt der reichste Anime-Typ ist, oder halt die meisten würden jetzt sagen auf Pokémon, aber ganz ehrlich, der reichste Typ, der am meisten Geld mit seinem Anime verdient hat, war der Erfinder von One Piece. Der hat am meisten Kohle damit gemacht. Naja gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Gut, wir kommen jetzt erstmal wieder ins Deckgedönse zurück. Weil die ganzen Karten nämlich bei meinem Cousin immer noch sind. Das heißt, zum Schutz der Karte wird auch alles wieder dick verpackt. Dass auch ja nichts kaputt geht. Und sonst was. Das Deck wird bei ihm dann umgeändert. Verbessert. Je nachdem, wie man es nimmt. Ist halt wie gesagt stark auf Licht und Feen ausgesetzt. Auch eine super Kombination, Möglichkeit da. Das Problem ist halt, natürlich gibt es super Kombo-Karten wie die sechs Samurais oder halt die priesterlichen Drachen, um auf etwas Neues zurückzugreifen, oder die Sternlichter-Typen-Karten da. Nur das Problem ist halt immer, wenn du es halt auf eine spezielle Monster halt aufbaust, sowas, kannst du auch mal falsche Karten ziehen, dann hast du sowieso schon verloren. Hier sehen wir die Originalität noch. Die Klebedinger sind noch vorhanden. Ich versuche auch die hier etwas unbeschadet zu öffnen, weil wir sammeln halt auch solche Packungen und sowas. Das ist eigentlich immer ganz schön, sowas auch noch zu haben. Kann man sie auch mal halt dann als Ausstellung oder sowas hinstellen oder halt ein bisschen damit angeben, hast nicht gesehen. Wenn man halt dieses Ego braucht, um sowas anzugeben. Oh Gott, ist das traurig. Na los, komm schon. Also, wir sind jetzt seit wieder extrem an Yu-Gi-Oh!, wie man es, habe ich bei den letzten Videos jetzt allen bemerkt hat. Bei unserem Großvideo, wenn ich das nicht bis dato schon gelöscht habe, weil die es nicht haben wollten. Das ist ein anderes Thema. So, jetzt kommen wir zu dem interessanteren Teil, weil hier gibt es eine Promokarte von zwei und drei Booster. Wir machen es besonders spannend. Wir haben einmal hier Seelenleine. Die würde ich jetzt eigentlich nicht so gerne haben. Ich würde eigentlich schon Kuras der Lichtmonarch gerne haben. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Und halt dreimal Light of Destruction. Ja, komm, wir machen es spannend. Wir machen es spannend. Das will ich noch nicht sehen. Hoppala! Das ist so ein... Achso, gut, okay. Ich mache es spannend, Leute. Wir machen es spannend. Die Karte zeige ich noch nicht.
Die wird noch nicht gezeigt, wir machen es spannend. Ich brauche den Lichtmonarchen, brauche ich. Die eine andere Feinkarte. Oh, das habe ich schon kaputt gemacht. Und falsch rum. Oh my goodness! Konami, was ist da los? Was ist da los hier, Konami? So, Schicksalszelt der Zervant. Dann haben wir Schnelllader, Heldenmaske, D-Geschick, Heldenexplosion, Arkane Macht 4, der Kaiser, Gladiator-Peitsche, Lichtspirale, cool. Umkehr des Schicksals. Die Lichtspirale ist ganz interessant. Aber wir haben keine voll. Wir haben eine Rare, haben wir hier. Heldenexplosion. Ich hoffe ja auf das Monster in diesen drei Boostern jetzt. Auf das Monster vorne. Weil die Monster, die vorne drauf sind, sind meist die besseren. Ich kenne mich jetzt mit den neuesten nicht so aus. Also ich habe jetzt mit der... wo habe ich denn aufgehört zu gucken? Ich habe jetzt noch ein bisschen 5Ds geguckt. Aber auch nicht extrem viel. Oh, lassen sie aber nicht gut öffnen. Ja, wir sammeln auch die Verpackungen von den Boostern. Am meisten sammeln wir eigentlich eher die Nummernkarten. Die sind eigentlich ganz lustig, so in der Art und Weise. Einhornfrosch. Zauberantrieb. Garoth, lichtverpflichteter Krieger. Ich hasse diese lichtverpflichteten. Schnelllader. Scheibenklingenfahrer. Und was haben wir? Gar nichts. Goblin-Spieleinheit. Umkehr des Schicksals. Wunderflipper. Und Jein, lichtverpflichteter Paladin. Dann holen wir mal die Rare gerade raus. Die Karte ist immer noch hier. Noch nicht angeguckt. Ich lasse es gerade die ganze Zeit voll durchlaufen, die Kamera. Ich liebe es, Booster zu öffnen. Ja, Perwoll, du liebst es auch, ne? Nein! Das lässt sich leider nicht sehr schön öffnen hier. Leider keine Unbeschadete von diesem hier. So, die haben wir ja schon wieder bekommen. Schicksalszelt Death Zerovant. Zauberantrieb. Volkian Sturmdrache. Oh, cool. Ein Fee. Okay, den muss ich mir merken. Muss ich mir angucken. Netter Würfelversuch. Alter Schwede. Band der Wiedergeburt. Och man, wir haben also keine voll bekommen. Batteriemann, Ladegerät. Reich des Lichtes. Perfekto. Goblin Speereinheit und Umkehr des Schicksals. Haben wir hier. So, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir möchten gerne herausfinden, welche Promokarte wir bekommen haben. Und es ist... Nein, das ist die Feinkarte. Die will ich doch gar nicht haben. Ah, genau. Immerhin ist die Super Rare. Doof. Finde ich nicht in Ordnung. Verdammt. Egal. Ein paar Karten haben wir bekommen, die ich vielleicht verwenden könnte, aber leider nichts Vernünftiges. Wir warten noch auf einen Display und da werden wir bestimmt mal ein paar bessere Karten ziehen. Also das Booster Light of Destruction scheint interessant zu sein. Das werde ich mir mal merken. ja, das Deck, das habe ich ja gerade gezeigt. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Meine wunderschönen Hände bedanken sich auch. Und ich würde sagen, jetzt ist Axios mit seinem Teil dran. Viel Spaß!